Heute lernen wir mit einem kleinen Beispiel noch eine neue Schleifenart kennen. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute geht es noch ein letztes Mal vorerst um Schleifen. Danach hat sich das Thema aber auch erstmal gegessen, also keine Sorge. Und für heute habe ich auch mal ein kleines Beispiel vorbereitet, das euch hoffentlich ein bisschen besser hilft, das Ganze zu verstehen und auch schon mal auf Spiele anzuwenden. Gehen wir mal also ins Testscript und bis auf die Start-Methode mache ich hier mal alles weg, auch dieses Array. Und wir wollen uns heute mal Folgendes überlegen, ein kleines Szenario nämlich. Ganz ohne die Update-Methode wollen wir nämlich mal umsetzen, dass unser Spieler eine spezielle Anzahl an Lebenspunkten hat und Schritt für Schritt sollen unserem Spieler Lebenspunkte abgezogen werden, und zwar so lange, bis er eben keine Lebenspunkte mehr hat. Dann soll einfach eine Nachricht in der Konsole kommen, unser Spieler ist tot. In einem richtigen Spiel wäre das dann natürlich ein bisschen anders, da würde der dann meinetwegen unfallen oder explodieren und Blut würde überall lang tropfen, die Wände. Was weiß ich, was ihr da für Sadomaso-Fantasien habt. Ist aber auch gar nicht so wild, es geht hauptsächlich heute eben um die programmiertechnische Seite. Wir stellen uns also mal vor, unser Spieler hat eben Lebenspunkte und die speichern wir jetzt zum Beispiel mal der Einfachheit halber in dem Testscript ab. Zum Beispiel als Int-Wert, da das nur ganze Zahlen sind und er hat meinetwegen, was weiß ich, 5 Stück. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und natürlich braucht unsere Variable jetzt noch einen Namen. Die nenne ich zum Beispiel mal Health Points. So, die setze ich wie gesagt auf 5. Gut, damit haben wir diese Anzahl an Lebenspunkten. Und wie gesagt, wir wollen jetzt einfach umsetzen, dass unser Spieler immer Lebenspunkte abgezogen bekommt, solange bis er keine mehr hat. So, und jetzt könnte der eine oder andere natürlich sagen, okay, die Vorschleife, die würde hier an der Stelle wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ich habe ja schon gesagt, wir lernen ein neues Konstrukt kennen, was das Ganze ein bisschen besser eben in der Praxis verdeutlicht, was wir hier eigentlich machen. Und ich habe da schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, nämlich wir wollen das so lange machen, während unser Spieler eben noch Lebenspunkte hat. Dann ist er ja eben tot. Und dafür gibt es ein Konstrukt und das ist die sogenannte While-Schleife. Ich schreibe das Schlüsselwörtchen schon mal hin. Heißt eben so viel wie während. Und das heißt, wir machen den gleichen Abschnitt immer und immer wieder, bis eine Bedingung eben nicht mehr zutrifft. Und diese Bedingung, die müssen wir eben als boolschen Wert hier bei der While-Schleife jetzt in runden Klammern übergeben. Und an der Stelle habe ich ja schon gesagt, wir wollen gucken, hat unser Spieler jetzt noch Lebenspunkte. Sprich, während Health Points eben noch größer als 0 ist. Weil danach soll er ja eben tot sein. So einfach ist diese While-Schleife aufgebaut. Also wie gesagt, es gibt eine Bedingung, die geben wir in den runden Klammern an und die While-Schleife läuft dann so lange, bis diese Bedingung eben nicht mehr zutrifft. Das ist also alles, was dazugehört. Und wir wollen jetzt logischerweise auch etwas in der While-Schleife machen. Denn sonst müsst ihr aufpassen, wenn wir jetzt hier nur eine Bedingung angeben und die ist meinetwegen immer wahr, dann kann das ganz schnell in einer Endlosschleife gipfeln und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend wollen wir natürlich sagen, dass unsere Health Points jetzt angegriffen werden, also dass unser Spieler Schaden bekommt. Und ich sage zum Beispiel, pro Durchlauf wird einfach ein Health Point abgezogen mit Health Points minus minus. Ist, denke ich, ganz klar. Und danach können wir zum Beispiel noch sagen, wir geben irgendwas in der Konsole aus mit debug.log. Zum Beispiel, der Spieler hat noch, und dann kennt ihr das ja mit dem Plus, dass wir hier den String erweitern können, mit Health Points, HP zum Beispiel. So, ich mache das mal wieder mit dem Plus. Es gibt natürlich auch andere Methoden, das einzubinden, aber ich glaube, so hatten wir es ja kennengelernt schon mal. Gut, damit hätten wir das jetzt erledigt. Die While-Schleife sollte jetzt logischerweise so lange laufen, bis die Health Points 0 sind, denn dann trifft die Bedingung nicht mehr zu. Sprich, ihr könnt euch direkt merken, und das werden wir auch gleich sehen, sobald diese Bedingung dann nicht mehr zutrifft, wird die While-Schleife eben auch abgebrochen. Und dann kommen wir einfach wieder in den ganz normalen Programmfluss dieser Start-Methode. Das heißt, wir verlassen quasi diesen Schleifenblock. Und dann kann ich ja zum Beispiel einfach mal sagen, der Spieler ist tot. So, einfach mit einem traurigen Smiley noch. Wie auch immer, nur damit wir mal sehen, wann diese While-Schleife endet. Ich hoffe, das Konstrukt an sich ist sehr, sehr gut zu verstehen und eigentlich ja auch sehr einfach, gerade mit diesem Beispiel. Und was ihr natürlich auch wissen könnt, ist, dass das sehr flexibel verwendbar ist. Theoretisch könnten wir sogar jede Vorschleife als eine While-Schleife umschreiben. Sprich, die Vorschleife hatte ja auch eine Bedingung, eine Variable könnten wir jederzeit drüber definieren. Und natürlich können wir auch den Schritt dieser Vorschleife
hier drin angeben, was bei uns jetzt quasi das Health Points minus minus ist. Ist also beides ein bisschen ineinander überwandelbar. Natürlich bietet sich an der einen Stelle das eine Konstrukt mehr an und an der anderen das andere. Nur eine kleine Sache, ich werde nochmal die beiden Ausdrücke hier eben tauschen, einfach damit wir quasi immer dann sehen in der Konsole, dass der Spieler zuerst die Health Points quasi hat, also wie viele es auch immer sind, und danach abziehen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, damit wir entsprechend auch wirklich sehen, wie das Ganze abläuft. So, und jetzt kann ich das ja mal ausführen. Und wir sehen in Unity, der Spieler hat am Anfang eben 5 HP, dann wird quasi einer abgezogen und es erfolgt wieder eine neue Ausgabe und das läuft eben bis zu einem HP. Danach schlägt die Bedingung ja quasi fehl, er hat dann noch 0 HP und dann kommt eben auch die Meldung, der Spieler ist tot. So, und was wir jetzt nochmal beleuchten wollen mit einer besonderen Form dieser While-Schleife ist folgendes. Wenn wir jetzt theoretisch mal die HP auf 0 setzen, sprich die Bedingung schlägt ja quasi sofort fehl, dann werden wir auch in Unity sehen, erfolgt eben nur die Ausgabe, der Spieler ist tot. Das heißt, die While-Schleife wurde niemals ausgeführt. Allerdings, und das wollen wir jetzt eben uns nochmal angucken, gibt es auch ein Konstrukt, was uns quasi erlaubt, dass wir die While-Schleife ein bisschen umstrukturieren. Und das ist die sogenannte Do-While-Schleife. Dafür nehme ich den Ausdruck von der While-Schleife an sich einfach mal kurz weg. Und hier oben kommt das Schlüsselwörtchen Do hin. Was genau das bedeutet, zeige ich gleich nochmal. Trotzdem benötigen wir jetzt diese Bedingung von der While-Schleife mit diesem Kopf hier unten bei der geschweiften Klammer, entsprechend auch mit einem Semikolon dahinter, damit wir quasi sagen, der ganze Ausdruck endet hier. So. Was das Ganze jetzt bedeutet, ist eigentlich relativ gleich, nur mit einem ganz kleinen Unterschied, nämlich die Do-While-Schleife arbeitet ein bisschen anders, indem sie das, was hier steht, unter dem Do, diesen Block einmal immer ausführt. Das heißt, es erfolgt am Anfang gar keine Überprüfung, ob die Bedingung denn wahr ist. Ganz unabhängig von der Bedingung wird dieser Block mindestens einmal am Anfang ausgeführt. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Jetzt hier für das Beispiel ist das theoretisch nicht gut geeignet, weil wir das ja jetzt irgendwie mit HP machen. Da ist die While-Schleife, wie ich sie eben gezeigt habe, dann schon die bessere Wahl. Aber manchmal ist diese Do-While-Schleife eben eine super Art, wenn ihr wisst, ihr wollt euren Schleifenblock mindestens einmal ausführen und ihr wisst dann eben nicht, ob die Bedingung vielleicht da im Weg stehen könnte. Das ist also ganz wichtig, merkt euch dieses Konstrukt auf jeden Fall. Es ist eben ein bisschen anders aufgebaut und ihr seht, der While-Block an sich bleibt ja natürlich trotzdem erhalten. Also das müsst ihr euch einfach ein bisschen einprägen, wie das aufgebaut ist. Auf jeden Fall, was jetzt der Unterschied ist, bei der normalen While-Schleife wurde ja nichts ausgeführt oder ja angezeigt von dem Block. Jetzt sehen wir Erfolg quasi das Ausführen einmal. Es wird eben ausgegeben, dass der Spieler noch 0 HP hat und dann, dass der Spieler tot ist. Das ist also wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und ich kann ja auch nochmal kurz zeigen, wenn wir jetzt den HP-Counter am Anfang wieder auf 5 setzen und das Ganze dann einfach nochmal ausführen, dann arbeitet das quasi genauso, wie wir es eben gesehen haben. Das heißt, dann wird die Bedingung eben am Ende auch wieder korrekt überprüft. Es geht da eben um die Anfangsausführung jetzt bei dem Beispiel, was ich gebracht habe. Gut, ich hoffe, das ist soweit relativ gut verständlich und klar. Wie gesagt, merkt euch auf jeden Fall dieses Konstrukt der While-Schleife. Es wird euch oft erspart bleiben, da ihr ja oft mit der Update-Methode arbeitet, aber manchmal ist es eben unverzichtbar. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du nichts mehr verpasst. Schau aber auch unbedingt auf meiner Website, meinem Discord und auf Twitter vorbei, um noch näher an mir dran zu sein. Zuletzt ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich in diesem Monat über Patreon unterstützt haben.